The final thing for this morning, and Rasmus is always very experienced in having to deal with my mismanagement, now is Rasmus Krempe. He's like Sebastian, studying humanities computing in Cologne at Manfred Taller. And he was working for a long time for me too. Now he's an assistant at the Archaeological Institute of the University of Cologne, the first assistant of that institute that didn't study any kind of archaeology. And yeah, Rasmus, please give us your presentation and make us go out here at 1 o'clock, please. Okay, also ich werde das Ganze jetzt auf Deutsch halten mal, weil ich habe es jetzt irgendwie auf Deutsch vorbereitet. Ich kann auch wechseln, aber also es geht jetzt im Grunde genommen erstmal um die Erfahrungen, die wir gemacht haben, als wir die Arachne-Datenbank sozusagen ortsmäßig über Pelagios nach Plejades verlinkt haben. Also man kann sozusagen von links oben ging der Erfahrungsraum nach rechts unten und da ist dann erstmal das Pelagios Project, wo man erstmal sozusagen den Ausgangspunkt hat, dass die Dinge nicht miteinander verbunden sind. Sie haben alle, ja, sieht man jetzt auch relativ schlecht auf dem Beamer, glaube ich. Also es gibt verschiedene Ansichten der Orte und jedes Projekt sozusagen hat seine eigene Sicht auf die Welt und seine eigene Sicht auf die Orte. Und dann kommen die vorbei vom Pelagios Project und sagen, wir wollen das jetzt alles zusammenbringen, weil Orte sind auch in den Geisteswissenschaften Dinge, über die man relativ gut und relativ einheitlich reden kann. Da gibt es viele andere Dinge, die sind um einiges umstrittener zusammenzubringen. Also das ist halt so ein bisschen das Problem bei dem Humanities Computing. Also hier ist das jetzt sozusagen dargestellt, Pelagios sind nur die Links, während Plejades das ist, worüber sozusagen kommuniziert wird. Und daraus ergibt sich dann sozusagen dieses Konstrukt aus Dingen, die sozusagen miteinander zu tun haben. Wenn ich einmal weiß, dass ich es auf einen Gesetier gemappt habe, kann ich sozusagen über die Orte der einzelnen Projekte sagen, die sind auf jeden Fall in einer Instanz ähnlich oder gleich. Und dann kann ich auf die Daten verweisen. Das hatte ich jetzt nochmal als kleine Einführung gemacht, falls Pelagios doch nicht so stark besprochen wird, aber es müsste ja jetzt jedem im etwa klar sein, wie das funktioniert. Genau, das ist Pelagios nochmal in der Praxis, also kleiner Screenshot. Und dann kommen wir jetzt zum großen Problem, wie bringen wir Orte zusammen? Wir haben in der Arachne jede Menge Orte, eine ganze Menge mehr, als man sie wahrscheinlich händisch in der Projektzeit hätte verbinden können. Insofern muss ich jetzt sozusagen mir vorstellen, wie ich bin der Computer. Ich muss gucken, welche Orte kommen zusammen. Wenn ich nur begrenzte Informationen habe und sage, ich habe den Namen Memphis und ich habe den anderen Namen Memphis und ich gucke mir an, was da sozusagen passiert ist und was es da gibt, dann gibt es natürlich Pyramiden, Gräber von sogenannten Königen, ob es jetzt des Rock'n'Rolls oder von Ägypten ist, ist jetzt dahingestellt, das kann der Computer im Zweifelsfall nicht so gut auseinanderhalten. Es kommt jetzt wirklich auf den Informationsraum an. Habe ich nur diese Informationen, kann ich das wirklich sehr schlecht auseinanderhalten. Und das Problem gibt es natürlich dann auf jeden Fall für Computer, die natürlich nur mit dem arbeiten können, was sie wirklich sehen und was sie auch wirklich miteinander vergleichen können. Insofern haben wir da dann ohne die Geokoordinaten ziemlich schlechte Karten, das automatisch auseinanderzuhalten, wenn wir nur diese Informationen haben. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Problem, wenn wir über Orte reden und wenn wir versuchen, Orte zu verbinden. Das ist die Granularität. Wir nehmen mal links an, das sind die Arachne-Orte. Da hat man jetzt sozusagen, ein Ort wird beschrieben durch seine Beziehungen untereinander, das heißt sozusagen, ich habe Athen und das liegt dann wiederum in Attika und in Griechenland und ich habe auf der anderen Seite dann sozusagen Plejades und da habe ich dann auch wieder Orte, die auf eine gewisse Weise beschrieben sind, nämlich dass sie in Greece und Athens, also dass Athens in Greece liegt, das ist ja schön, ich habe aber genauere Informationen, zum Beispiel habe ich die als Ort, die Akropolis, wo ich dann wiederum weiß, dass sie in Athen liegt, dann kann ich auch im Endeffekt die Akropolis, wenn sie im anderen Gesetier nicht
genauer beschrieben ist als die Akropolis oder vielleicht irgendein Tempel auf der Akropolis, dann kann ich sie im Zweifelsfall nur mit dem Höhergelegenen verbinden. Das heißt, wenn die Granularität nicht 100% übereinstimmt, komme ich auf das Problem, dass ich nicht sagen kann, das ist genau das Gleiche wie das, weil es einen anderen Beschreibungsraum hat. Insofern muss ich mich dann auch fragen, verbinde ich dann sozusagen die Akropolis auch mit Attika oder verbinde ich sie nicht mit Attika? Weil es ist dann sozusagen, da kommt ein anderes Datenkonstrukt dann mit raus. Das ist eine Aggregation dann im Endeffekt von allen Orten. Die werden dann natürlich alle mit Attika verbunden, die alle in Attika sind. Das ist halt ein Problem, wovor man dann steht und wo man Entscheidungen treffen muss, mache ich es oder versuche ich wirklich nur Dinge, die so gleich wie möglich sind, zu verbinden. Wenn wir dann jetzt uns überlegen, ich will Ortsnamen und Orte identifizieren, dann habe ich auf jeden Fall erstmal die Textbezeichner und da habe ich dann einzelne Strings, die ich wieder in kleinere Tokens unterteilen kann und wo dann auch wieder der Vergleich nicht ganz so einfach wird. Einmal natürlich war da die Sprachbarriere, dass ich sagen kann, wir haben auf der einen Seite eine englische Datenbank, Ortsdatenbank und wir haben natürlich die deutsche Datenbank Arachne. Das heißt, da muss dann erstmal übersetzt werden. Das ist, wenn schon übersetzt wird von den Namen her, hat man da das erste Problem. Man kriegt sozusagen dadurch, dass man mehr mit einbezieht, mehr Fehler. So. Wenn ich jetzt vergleiche, Athen ist in Rathenau enthalten, die Athener Stadtmauer verweist eigentlich auch auf Athen, wenn ich nur einen Datensatz habe, der sowas beschreibt, dann werden da halt die falschen Sachen entweder zusammengeschlossen oder nicht erkannt. Das sind halt die beiden Probleme, vor denen ich immer stehe, wenn ich versuche, Dinge zu machen, also zu vergleichen. Was auch noch ein Problem war, waren funktionale Ortsbeschreibungen, dass wenn ich jetzt wirklich mir die einzelnen String-Tokens nehme, die einzelnen Teile der Strings und die vergleiche und dann den Tempel mit dem Tempel vergleiche, also ich habe sozusagen einen Tempel, der am ähnlichen Ort steht, aber ein anderer Tempel ist, dann muss ich die erstmal auch wieder für den Computer auseinanderhaltbar machen. Und da ist das dann auch wieder ein Problem, dass es dann mehrere Tempel gibt, und die dann sozusagen erstmal vom Computer zusammengefasst werden und als ähnlich oder gleich angesehen werden, was dann wiederum der Verarbeitung geschuldet ist. Dann gibt es noch das Problem der Sprache, was ich schon mal angesprochen habe. Zwei verschiedene Gazetteers, zwei verschiedene Sprachen. Da gibt es Schreibweisen, Lautverschiebungen und Synonyme, Homonyme, Konstantinopel, Konstantinopel, Nova Roma, Istanbul, alles in etwa die gleichen Bezeichnungen, aber sie beschreiben natürlich auch einen Ort zu einer anderen Zeit. Und dann natürlich das Alexandria-Problem, was es natürlich im Mittelmeerraum relativ stark gibt, was aber eigentlich natürlich relativ alter Hut ist. Gut, Sorgenkind Europa soll hier nur sagen, wir schauen uns eine Bezeichnung an. Wir haben Europa im Englischen gesetiert drin, was nicht die Schreibweise für das heutige Europa wäre und wo ich mir auch nicht ganz klar bin, was jetzt die genaue Aussage dieses Ortes ist. Jedenfalls hatten wir damit ein riesiges Problem, dass fast all unsere Orte zu diesem Ort verbunden werden, weil sie alle in Europa liegen. Weil die Schreibweise im Englischen wird man nicht darauf kommen, Europa mit Europe zu verwechseln, aber bei uns ist dann dieser Fehler wirklich passiert und das hat dann natürlich zu einer immensen Explosion der Links geführt, wo man dann drauf gucken musste und das natürlich dann unterbinden musste. Da muss man natürlich dann drauf gucken. Noch was zur Zeitraumproblematik. Wenn ich jetzt einen Ort bezeichne, weiß ich nie, in welcher Weise er sich sozusagen verändert. Das ist jetzt hier mit Deutschland dargestellt. Wir haben Deutschland in verschiedenen Grenzen. Das heißt, es war mal größer, es war mal kleiner, es lag auch mal woanders. Da ist dann wieder die Frage, wie gehe ich mit aufgezeichneten Daten um? Ich brauche dann natürlich wieder sozusagen ein Datum dazu. Wenn irgendwo sagt, das ist in Deutschland, dann brauche ich da, um zu wissen, wo es möglicherweise liegen kann, brauche ich auch die Information, in welchem Deutschland es denn jetzt lag. Wenn das nicht aufgezeichnet ist, habe ich ein Problem. Und dann sagt man sich, diese ganzen Probleme, lösen wir es doch einfach mit Koordinaten.
Und da kommt man natürlich jetzt auch noch wieder auf Probleme. Das ist jetzt, sind die Koordinaten von Berlin. Und die sind sozusagen um die ganze Innenstadt verteilt. Und da kann ich jetzt auch keinen Computervergleich mitmachen, der eigentlich vorsieht, dass Dinge exakt gleich sind. Also wirklich bis auf die letzte Nachkommastelle, die man vorhält, sozusagen auch gleich sind. Das heißt, da wird man dann fuzzy sozusagen. Die Frage ist, können wir jetzt damit wirklich nichts anfangen? Wir können natürlich was mit den Koordinaten anfangen. Wir haben bloß ein Problem mit den Koordinaten, umso genauer es wird. Wir können sagen, ist alles nicht ganz so genau aufgezeichnet, vielleicht ist es auch nicht ganz genau vermerkt. Und dann gehe ich hin und sage, ja, so alles, was im Umkreis von 20 Kilometern liegt und in etwa den gleichen Namen hat, könnte das Gleiche sein, muss aber nicht. Wenn ich natürlich eine viel genauere Aufteilung habe mit verschiedenen Tempeln zum Beispiel, die alle irgendwo in der gleichen Gegend stehen, dann kann ich da natürlich auch wieder mit auf die Nase fallen. Was die gute Aussage an dem hier ist, ich kann mir sozusagen hieraus einen kleinen Kasten bauen, wo ich sagen kann, da drin ist Berlin auf jeden Fall. Das kann ich zum Beispiel machen, auch wenn ich verschiedene Koordinaten habe, die anscheinend alle irgendwie richtig sind. Nur gut, so viel dazu. Ich habe jetzt versucht, mich zu beeilen. Und kommen wir nochmal auf unser Problem zurück und wie wir das Problem mit Memphis lösen können. Die Sache ist, wenn wir uns wirklich die ganze Welt angucken und unser Problem nicht präzisieren, dass wir nämlich nur in der antiken Welt sozusagen schauen müssen, dann stellt sich das Memphis-Problem nicht, weil Memphis, Tennessee, ist kein Ort, der in antiker Zeit sozusagen von der Wissenschaft, wie sie hier die Welt betrachtet, jemals mit einbezogen werden würde, sondern es ist halt ein Vergleich, der auch auf ein ganz anderes Fenster der Welt blickt. Und insofern, dadurch kann man dann zum Beispiel auch als Tipp für das Matching beim Limes, kann man nur sagen, das Fenster der möglichen vergleichbaren Orte auf jeden Fall einzugrenzen. Damit kann man sich dann die ganz peinlichen Fehler schon mal sparen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Rasmus. Das war sozusagen ein kleiner Einblick in Versuche, eben zum Beispiel auch über Verknüpfung von Daten oder Verknüpfung von Namen in elektronischen Informationssystemen zu vergleichen, ob etwas mit etwas was zu tun haben kann oder nicht, oder wie wahrscheinlich es ist, dass etwas mit etwas was zu tun hat oder nicht. Abgesehen davon, dass die Frage, wie wir sozusagen zwischen Koordinate, also Punkt und Fläche, sozusagen immer noch auch ein Riesenthema ist. Da sind wir auch heute im Vormittag jetzt in der Granularität, sagen wir mal so relativ freischwebend drüber gegangen. Pelagios und Plejades verraten jetzt keine großen Geheimnisse, wenn sie sagen, dass Rom also in Italien liegt und wo es da ungefähr liegt. Es ist aber durchaus möglich, dass beispielsweise bei dem Alidrisi-Projekt das gleich schon ganz anders ist. Also diese französischen Militäratlanten, die im Rahmen so eines kleinen Demo-Versuches von 4 Monaten am DRI in dieser kompletten Geo-Server-Infrastruktur aus den in Arachne vorhandenen Büchern heraus mit Geodaten versehen wurden, die jetzt im Geo-Server liegen und über WebGIS angezeigt werden können. Die enthalten natürlich viele Fundpunkte in der Landschaft Algeriens und Tunesiens, die man zwar in den Atlanten finden kann, aber diese Atlanten hat kaum jemand. Das heißt, wenn man die offen so ins Internet stellen würde, dann würde man natürlich allen möglichen Personen besserer oder weniger guter Absichten folgend, die Finanzierungsprobleme haben, in Algerien eine Möglichkeit geben, Algerien nochmal auszuplündern über das hinaus, was es an Plünderung schon erfahren hat, was man so nicht wollen kann. Deswegen gibt es auch in der afrikanischen archäologischen
Diskussion. Es gibt auch da übergreifende Verbände, die sagen, Geodaten auch von Felsbildern oder ähnlichen Dingen nicht exakt publizieren, um den antiken Raub sozusagen vorzubeugen. Hier müssen Strategien gefunden werden, wie man sozusagen mit diesen Daten arbeitet, ohne sie so in gefährlicher Form zu exponieren. Und dann kommt man auch an den Punkt hin, wo man dann zwischen sozusagen Offenheit und Sicherheit Abwägungen treffen muss. Bei dem Alidrisi-Projekt des DRIs handelt es sich um den Versuch, eine sozusagen geodatenbasierte, im Internet stehende Wissensressource zu schaffen, die von Archivalien bis hin zu einzelnen Objekten in Ländern wie Spanien, Marokko, Algerien oder Ägypten und Türkei, die also in der Antike oder in der Gegenwart eine starke kulturelle gegenseitige Berührung zwischen islamischen Kulturen und dem Westen hatten, sozusagen eine neue Form zu geben. Und der Name des berühmten islamischen Gelehrten Alidrisi, der an den Hof von Sizilien geholt wurde als gefragter Spezialist in allen kartografischen Fragen, soll sozusagen anzeigen, dass das DRI versucht, sich in diesen Ländern auch heute mit starker, partiell eben, also arabischsprachigen Bevölkerung ins Gespräch zu kommen über die auch mit einer arabischsprachigen Oberfläche der Webressource ins Gespräch zu kommen, über die Fragen eines kulturellen Erbes oder eines kulturellen Portfolios und wie man sich dazu definieren kann. So, jetzt gehen wir dann mit, wenn nicht noch Fragen sind, haben noch 2 Minuten, um Fragen an Herrn Krempel oder die 3 anderen Referenten zu stellen. Ja? Ich habe eine kleine Frage zum zweiten Vortrag. Werden in diesem Gazetteer nur antike oder auch moderne Orte dargestellt? Mit der Anmerkung, wenn dort auch moderne Orte dargestellt werden, dann würde ich jetzt Pompeji nicht unbedingt zwingend automatisch matchen wollen. Da würde ich nochmal nachsehen, ob das nicht vielleicht das eine der moderne Orte ist. Ja, es ist so, dass auf jeden Fall beides im Gazetteer enthalten ist, also moderne und antike Orte. Und es ist natürlich auch schwierig, dass, also da kommen wir auch wieder auf ein ganz kompliziertes Themenfeld, wenn wir irgendwie über die Identität von Orten über Zeit hinweg sprechen. Herr Krempel hatte das schon angedeutet mit diesen 3 Deutschlandkarten. Das ist natürlich ein Problem. Wir überlegen auch momentan, wie wir die Dimension Zeit in den Gazetteer noch reinkriegen. Momentan ist die einzige Möglichkeit, einen antiken Namen für einen modernen Ort anzugeben. Diese 2 Dinge auseinanderzuhalten, das kann der Gazetteer bis jetzt noch nicht leisten, aber das ist definitiv ein Feld, an dem noch Arbeit zu tun ist, wo aber wirklich auch konzeptuell noch nicht ganz klar ist, wie man das überhaupt lösen kann. Es ist aber ein Bereich, wo wir momentan fieberhaft dran arbeiten. Ja, dazu kann man noch sagen, dass natürlich sozusagen den Problemlösungsansätzen die Probleme vorausgehen. Das heißt, erstmal muss man, nicht immer, ne? Es gibt auch viele Leute, die haben Lösungen für Probleme, die sie erst noch finden müssen. Aber normalerweise ist die Tatsache, was sozusagen über diese Geodatenaggregationssysteme jetzt ans Licht kommt, an Wissen, an Abweichung, auch an Unwissen, an Unsicherheit, an Vollständigkeitsfragen. Es ist ein ganz neues Feld für ganz neue Diskussionen, die geführt werden müssen. Und natürlich werden auch sozusagen die alten Folterinstrumente wieder ausgepackt, wie solche Diskurse sozusagen zu führen sind. Nicht? Wird hier wieder kodifiziert, gibt es dann wieder eine Wahrheit hinterher und es wird gemerged nach Kriterien oder ohne Kriterien, jeder wie er gerade lustig ist. Oder gibt es dann sozusagen die nordkoreanische Lösung wieder, wo man dann sagt, nur ich weiß, wie es geht und ich mache das so und so. Oder nutzt man
die Fähigkeit der Informationstechnologien, sagen, wir können verschiedene Sichten haben. Vielleicht hat jeder seine Sicht. Das sind wir nicht gewohnt, obwohl die irdische Praxis genauso läuft, dass jeder seine Sicht natürlich auch irgendwo hat. Aber das sind wir nicht in autoritativen Systemen gewohnt. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass es auch in einem dass autoritative Systeme gar nicht autoritativ sind, sondern dass man dann sagt, okay, so und so viele Leute haben Pompeji gemerged, modern mit Antik, so und so viele Leute nicht. Und das zeige ich an. Also die Gefahr besteht darin, dass man dann Informationen vernichtet, wenn man versucht, sie zu kodifizieren. Also jede Kodifizierung vernichtet abweichende Versionen. Und wir müssten versuchen, wenn man eine Diskussion führt, wie überhaupt gemerged wird. Das haben wir noch nie, oder kennen die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, kennen diese Diskussion. Nicht? Da müssen wir sozusagen von denen lernen, weil die haben auch Rituale ausgebildet, die nun über lange Jahrtausende nicht unerfolgreich waren. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, es gibt auch immer die Geschichte der Sieger. Geschichte ist immer die Geschichte der Sieger und das war nie die ganze Geschichte. Und wir müssen versuchen, mit den Informationstechnologien sozusagen mehr Geschichten zum Tragen kommen zu lassen. Und jetzt erstmal eine Mittagspause machen.